Ja, liebe Zuschauer, wir befinden uns heute mal wieder im bürgerlichen Brauhaus in Saalfeld. Das Jahr ist rum und ich glaube, es gibt einige Erfolge, die uns der Geschäftsführer dieses Jahr berichten kann, wo unser Saalfelder Bier überall teilgenommen hat und Preise gewonnen hat. Ja, wir haben in diesem Jahr wieder an verschiedenen Bierverkostungswettbewerben teilgenommen. Unter anderem am World Beer Cup, der alle 2 Jahre in den USA stattfindet. Dort konnte unser Ursaalfelder in der Kategorie Märzenbier eine Bronzemedaille gewinnen und ebenso unser Saalfelder Premium Pilsner in der Kategorie Deutsches Pilsner. Das war besonders erfreulich und überraschend für uns, weil die Konkurrenz in dieser Kategorie doch sehr stark ist. Ihr habt dort eine Bronzemedaille geholt. Wie viel haben denn dort Ihre Biere präsentiert? Gesagt, wie viele Teilnehmer waren dort? Biere waren es 5.000 im Barzer Quetsch. 5.600 und in der Kategorie Pilz, aber da muss man immer sehen, die Kategorie Pilz ist natürlich sehr stark und es kommen wirklich dann nur die Besten. Der Besten reichen da überhaupt das ein und da waren es, glaube ich, 108. Macht es sich denn auch hier in Saalfeld oder Umgebung mit dem Umsatz davon bemerkbar? Das kann man so pauschal nicht sagen, weil es sich nicht nachweisen lässt. Auf alle Fälle sind wir natürlich enttäuscht von Presse, Funk und Fernsehen, die hier in Thüringen überhaupt nicht von solchen Ereignissen berichten. In Bayern oder Baden-Württemberg stellt sich das ganz anders dar. Da ist sofort das Fernsehen oder der Rundfunk oder natürlich auch die regionale Presse da. Und hier haben wir Glück gehabt, dass die OTZ zumindest einen Bericht drüber gebracht hat. Und ansonsten wird das Ganze negiert. Ja, ich bin neben meiner Tätigkeit als Braumeister in Saalfeld noch Landesvorsitzender der Brau- und Malzmeister in Thüringen. War eine große Ehre, als Nicht-Thüringer Landesvorsitzender zu werden. Und ich bin jetzt zum 4. Mal gewählt worden. Ihr beide seid ein gutes Team. Der Geschäftsführer Herr Kachold unterstützt dich natürlich bei deinen Aktivitäten. Wie eng arbeitet ihr denn zusammen, wenn ihr neue Biersorten kreiert oder Verbesserungen einführen wollt? Ja, das ist das Tolle bei uns. Wir ergänzen uns wirklich sehr gut. Er verkostet bei mir, was wir wieder Neues machen und er legt mir wieder Sachen, wenn wir marketingmäßig was machen, vor. Also das ist ein ganz, ganz kurzer Weg und das macht auch der Erfolg aus. Man braucht auch keine langen Wartezeiten, bis irgendwas durchgesetzt wird. Im Grunde genommen ist kaum noch eine Steigerung möglich mit anderen Biersorten, aber unsere Preisträger waren ja bisher überwiegend natürlich das Ursaalfelder als Märzenbier, dann unser Bockbier, was ein heller Bock ist, und der Doppelbock, ein dunkler Doppelbock. Und dieses Jahr, wie gesagt, das erste Mal auch das Premium Pilsner. Aber ich glaube, es gibt kaum eine Brauerei in Deutschland, die es Ähnliches vorweisen kann wie wir. Und es gehört natürlich auch etwas Glück dazu. Und man kann nicht davon ausgehen, dass wir jedes Jahr irgendwelche Erfolge feiern können. Das ist eigentlich ausgeschlossen. Ja, im Fachpublikum schaut man schon auf Saalfeld. Und wenn wir nichts gewinnen würden, dann würden sie auf einen zukommen und würden sagen, dieses Jahr nichts gewonnen. Als Ausrufezeichen. Also man ist schon so weit, dass es eigentlich schon erwarten, dass wir was gewinnen. Ist natürlich auch für uns ein enormer Druck, dass wir überhaupt da was gewinnen. Aber es zeigt auch, was für hohe Qualitätsstandard wir in der Zwischenzeit erreicht haben. Du bist auch international tätig und wirst zu Wettbewerben eingeladen, um dort Biere zu prämieren. Wo geht's denn als nächstes hin? Ausnahmsweise mal nach Moskau. Es gibt ein Pendant zum European Beer Star, der russische Beer Star, und da gibt es die erste Verkostung im Januar, dann in Moskau. Ich bin als Verkoster eingeladen, die russischen Biere zu verkosten. Also nicht als Saalfelder Repräsentant, sondern das ist jetzt völlig unabhängig als international anerkannter Verkoster. Dann wünschen wir dem Brauhaus Saalfeld weiterhin viel Erfolg. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke für das Interview. Drum fahr ich nicht nach Hawaii.